Diesen Wagen kann man als gewöhnlicher Sterblicher nur bestaunen, kaufen kann man ihn kaum, den Rolls-Royce Silvercloud. Dieses Luxusgefährt war ab gestern in vornehmer Zurückhaltung vor einem bekannten Berliner Hotel für das Sozialprestige seines Besitzers. Mario del Monaco, der als bester Tenor der Welt bezeichnet wird. Vor seinem Konzert am Sonntag in der Philharmonie stellte er sich der Presse. Seine Gattin Rina und sein ältester Sohn Giancarlo begleiten den berühmten italienischen Sänger auf seiner Konzertreise durch Deutschland, die ihn bereits nach Düsseldorf und Bonn führte. Der 50-Jährige ist auf den berühmtesten Opernbühnen der Welt zu Hause. In Deutschland war er das letzte Mal 1960. Im kommenden Frühjahr wird er in Stuttgart die Partie des Siegmund in der Wagner-Oper Die Walküre zum ersten Mal in deutscher Sprache singen. Ein Angebot nach Bayreuth wird er erst annehmen, wenn er Lohengrin und Parsifal in deutscher Sprache beherrscht. Ich habe einen großen Enthusiasmus, zu cantare a Bayreuth, aber bis zu diesem Moment ist nichts definito, nichts stabilito. Sein Name gibt trotz aller Berühmtheit immer wieder Anlass zu Späßen und Verwechslungen. Sì, al Metropolitan c'era un baritono che mi chiamavano sempre Marian von München. Il Metropolitan, sì. So wurde er an der Metropolitan Opera in New York von einem Kollegen immer scherzhaft als Mario aus München angesprochen. Italienreisende wissen, dass man auf der Apenninhalbinsel Monaco sagt, wenn man die Bayernmetropole meint. Eine peinliche Verwechslung aber passierte dem Tenor in Madrid und er erzählte gestern gesten- und wortreich diese kleine Episode. Vor einem Konzert wollte ihn sein Impresario dringend im Hotel erreichen. Die Telefonvermittlung hörte nur den Namen Monaco und stellte flugs die Verbindung her. Der Impresario aber traute kaum seinen Ohren, als sein Gesprächspartner entschieden ablehnte zu singen und das so bestimmt vorbrachte, dass ein Skandal unvermeidbar erschien. Wie viele Steine mögen dem verzweifelten Impresario vom Herzen gefallen sein, als sich herausstellte, dass sein Gesprächspartner nicht Mario del Monaco, sondern Fürst Renier von Monaco war. 10.000 Dollar, non canto, non canto, diceva lui.
Nun, solche Verwechslungen dürften in Berlin kaum passieren. Am Sonntag singt Mario del Monaco, also in der Philharmonie. Regelmäßige Abendschau-Zuschauer erinnern sich vielleicht noch seines Auftretens vor 4 Jahren, wo wir die Gelegenheit hatten, einer Probe beizuwohnen. Thank you.